Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Wir haben letztes Mal angefangen, den Dwarven Atom Smasher hier zu bauen. Zumindest in Hoffnung, in der Form, in der ich hoffe, dass er funktionieren wird. Ach, da kommt eine Karawane, ist natürlich interessant. Was für eine Karawane seid ihr denn? Merchant. Ja, wir sind im Herbst, es wird also ein zwergischer Händler sein. Das heißt, wir können hier wieder Dinge hin. Entschuldigung, hintragen, wobei ich nicht weiß, wie viel wir überhaupt zur Verfügung haben momentan. Wie viel wir überhaupt zur Verfügung haben. Oh, wir haben doch einiges an Crafts. Wir haben sogar welche teilweise wieder in Bins. Das ist natürlich praktisch. So, und ich möchte wieder nach Waffen gucken. Gut, was. Immer diese doofe Soundtechnik. Wir haben einen Weapon-Spin, den tragen wir mal hin. So, ich hoffe, das wird reichen. Und ich wollte dann mal wieder bei unserer Mine schauen. Unsere Mine, sage ich schon, unsere Schmiede. Da haben wir nämlich, Leute, deutlich mehr Eisenbarren. Was natürlich nicht schlecht ist. Wir haben nur niemanden, der sich darum kümmert, was mit unserem Metalsmith passiert. Doch, der hat zu tun. Das heißt, prinzipiell nehmen wir das noch raus. Wahrscheinlich ist der gerade einfach nur am Pause machen. Die ganze Zeit schon. Oder ist der verletzt? Nö. Ist dort ein Heil rausgekommen. Also tendenziell sollte der gleich wieder anfangen zu schmieden. Und da sind ja auch schon Dämonen. Shadowwrath, ja super. Ich habe so die Befürchtung, dass selbst wenn wir es schaffen, uns hier durchzuarbeiten, allein schon, wenn die in der Lage sind, hier über reinzukommen, werden wir Probleme haben. Warum suspendet ihr denn schon wieder hier, Idioten? Ja. So, aus Neugier, wie sieht's schon aus? Ja, der Weapon Spin ist schon da. Upsala, ich wollte eigentlich noch weiter nach unten. Schauen, wie es aussieht. Seeds haben wir noch welche. Fisch und Plants haben wir bei noch ein bisschen und Meat. Mal sehen, ob sich daraus noch was Ganzes brauen lässt. Ich nehme das mal kurzzeitig wieder raus, damit er sich erst um die anderen Sachen kümmert. Ah, die haben angefangen zu entladen. Sehr schön. Crossbow war ein Auftrag gegeben, ob ich mir das gemacht hat, ist was anderes. Oh, ich kann hier wieder welche in Auftrag geben. Und ich könnte tendenziell auch gucken, ob ich hier nicht mich hinstellen. Tendenziell müsste es hier ja auch irgendwo. Genau, Large Cut Gams kann auf jeden Fall hin. Und die Small hole ich auch erstmal mit hin. Ich weiß nicht, ob sich das verkaufen lohnen wird, aber den Large kann man sowieso nur verkaufen, von daher bietet sich das ja an. Wie sieht es jetzt aus? Kümmert sich um die Brücke wieder jemand? Ja, sehr schön. Ja, und ihr zieht euch langsam zurück, das ist nicht so cool. Ich hoffe ja, die bleiben hier noch in der Nähe, damit wir da die Hinterwäsche da reinlocken können. Ah, sie haben schon wieder suspendet oder was? Warum genau? Reach Side. Was wollt, habt ihr für Probleme? Macht dort gefälligst weiter. Das ist natürlich, müsst ihr da rankommen, ey.
kümmert euch mal wieder um eure Arbeit hier, Masons. Sehr schrecklich mit euch. Hier kann ich mal ein paar Einstellungen wieder machen. Werden ja aber keine Tiere. Wie sieht's hier aus? Von den Memorial Slabs sind schon ansatzweise einer, glaube ich, wieder fertig. Das ist immerhin schon mal was. Ich muss vor allem gucken, wie das laufen wird mit der Zeit her, weil wir werden wahrscheinlich immer Probleme bekommen, wenn ich mit 50 Parts es schaffen will, die zu verprügeln, wenn ich mit der bis dahin Krieger aufbauen will. Und dir sind Edelsteine ausgegangen, weil du festgestellt hast, dass es die hier nicht gibt, oder was? Weil die wahrscheinlich alle weiter unten liegen. Nehmen wir noch ein paar andere, mal sehen, ob du davon welche hinbekommst. So. Unser Engraver ist da irgendwo aktiv. Was macht unser Mechanik? Das ist ja prinzipiell schon mal nicht verkehrt. Unser Metalsmith on break immer noch. Ach, das ist ja super. Wie sieht's denn hier aus? Ist ja sogar schon ziemlich viel da. Den möchte ich auf jeden Fall haben, der ist aber auch schon auf dem Weg. Das heißt, wir können es eigentlich schon mal hinstellen und sagen, Trader requested. Mal sehen, ob er es schon alleine schafft. Entschuldigung, da bin ich ins Mikro gekommen. Das passiert so immer noch ein bisschen, weil ich nicht, den ist hinterm Popschutz nicht wirklich sehe, wo das genau ist. Achso, Cancel Store Item in Stockpile. Damit kann ich ja leben. Ist er schon da? Nein, er sagt gerade Plant Seeds, das heißt... Wir suchen ihn uns mal und nehmen ihm seine Arbeit wieder weg. Gucken dann mal hier, ob sie es jetzt hier irgendwo hinbekommen. Wie weit ist das? Designed. Ja, super. Jetzt ist die Frage, ob die Arbeit auch funktionieren wird. Oder ob es dann wieder heißt, suspended. Wie ist das hier? Werden die Särge gleich belegt? Nicht alle, okay. Das ist gut, das heißt, wir haben noch nicht alles voll, das ist also noch Platz über. Das ist immer praktisch. Ach, da kommen die Wagen dann auch mal an. Das klingt nicht so cool. Warte mal. Oh, scheiße. Seht ihr das? Wir haben hier Shadowrath in unserer Höhle. Ich habe keine Ahnung, wie die es hier reingeschafft haben. Da hat es schon jemand das Leben gekostet. Das klingt nicht so geil. Das heißt, wir können nur versuchen, unsere Kämpfer darauf zu schicken. Dann werden die automatisch aktiv, aber ich sehe die Shadowrath hier gerade gar nicht mehr. Da has been found dead, ja. Genau das. Da wird der nächste angegriffen, wahrscheinlich. Ich habe hier eine Leiter, oder ja. Nee, aber hier drunter... Da können die eigentlich nicht reingekommen sein. Da drunter sind ja massive Blöcke. Das heißt eigentlich... Oder kann man hier quasi so schräg durch... Ja, eigentlich müssen die hier ja reingekommen sein. Da konnten sie sich gerade unter den Mason und haben den Tod gehauen. Oh ja, da schießt jemand auf sie. Ich habe hier gerade einen Bolzen fliegen sehen. Da kommen unsere Soldaten. Jetzt sehe ich den Shadowrath nicht mehr. Doch, da kämpft er mit welchen. Was ist hier los? Unser Militia-Commander hat scheinbar schon etwas abbekommen. Auf jeden Fall rennen sie gerade nicht wirklich auf den Wrath zu, während der hier sich durch unsere Zwerge durchprügelt. Oh ja, da wird gerade unser Militia-Commander verdroschen und ist tot. Da ist der nächste Kampfzwerg dran. So viel zum Thema Kill Shadowrath. Von unseren Militärzwergen sind nicht mehr viel übrig. Quasi gar keine. Wir können es einfach hinstellen und können hier alle Zwerge, die wir haben, ins Militär stopfen. In der Hoffnung, dass irgendjemand es schafft, sich da was zu nehmen oder in der Lage ist, die zu verprügeln. So.
Mache ich jetzt mal großflächig zu Kriegern. Aber ich habe die Befürchtung, dass das dann jetzt wirklich das Ende ist, denn die beiden Shadowrath verbunkern sich, denn da kommen noch mehr, ja. Das heißt, die schaffen es wirklich hier durchzukommen, obwohl hier Stein drunter ist. Also hier diese vier Felder sind überhalb eine Treppe. Und da kommen die scheinbar hoch. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen sehr strange, denn darunter sind ja Steine. Das heißt, eigentlich sollten sie das nicht können. Außer das geht da wirklich schräg. Jetzt ist einer wieder runtergegangen, oder was? Aber das dürfte uns dann jetzt wohl langsam den Kopf kosten mit unseren Zwergen. Da kommen noch provisorische Krieger. Da wurden. Sauron wurde jetzt auch tot gefunden, oh, der Arme. Dippet left unhappy. Überraschung. Ich glaube, es kommt jetzt auch keiner mehr zum Handeln. Hier sind die ersten schon wieder tot. Da ist ein kompletter Trupp Zwerge direkt wieder verschwunden. Ach, ich weiß auch warum. Nicht, weil sie tot sind, sondern weil, wenn ich die aus dem einen ins eine, in den einen Trupp reintue, sind sie natürlich im anderen nicht mehr, können sie im anderen nicht mehr drin sein. Ich mache das mal so, dass ich hier nach so rum arbeite. So, packen wir hier einfach noch wieder welche rein. So. Guck mal, ob ihr da noch irgendwas reißen könnt, Leute. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht so gut ausgehen wird. Ja, da ist der Fleischer, wird gerade zum Soldatenpaven zu rekruten. Winter has come. Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr blutiger Winter dieses Jahr. Idea. Also, das ist auch der richtige Moment, um von einem Strange Mood erwischt zu werden, mein Freund. Du bist wahrscheinlich der Schmiede der Einzige, der überlebt. Wahrscheinlich der Einzige, der überlebt. Vor allem, wir haben ja noch nicht mal eine Brücke, die wir dahin hochziehen können. Deswegen haue ich da jetzt einfach alle Zwerge raus, weil ja, hier weiter habe ich keine mehr. Die sind in meine Festung reingekommen dadurch. Hier sieht man ein Blutbad. Das sieht aus, als wären da schon entweder Geister oder noch nicht gefundene Tote. Hier sind schon wieder ganz viele Sachen vakant, weil die Leute schon wieder alle verreckt sind. Unser Stand an Zwergen ist bei 18 angekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das hat uns dann echt die Feste. Schade, ich hätte gerne diesen Dwarven-Atom-Smasher genutzt, um hier Dämonen zu zermatschen. Wo ist denn hier gerade der Wrath? Ich sehe den noch nicht mehr. Shadow Wrath. Das ist ein Hühnchen. Das lebt auch noch. Da sind die Shadow Wrath, aber müsste ich hier nicht auch. Ach, da oben ist er schon. Ah. Hat sich schon in die Halle vor unserem Thronsaal vorgearbeitet und verprügelt hier Leute, die hier durch die Gegend fliegen. Man hört sie ab und zu noch schreien. Tief in der Zwergenfestung. Da ist einer mal ein bisschen weitergekommen und hat sie alle tot gefunden. You need somebody who can appoint this position. Ja, wir haben mittlerweile keine Lebenden mehr, die zu Soldaten werden können. Es gibt gleich einfach keine Zwerge mehr. Er jagt hier schon Hühnchen. Ah, wir haben sogar noch ein paar Zwerge, die man hier einsetzen könnte. Oder auch nicht. Doch, wir müssten nur einen oben einordnen. Die letzten sieben. Trauen sich aber auch nicht wirklich da anzugreifen. Sieht auch ziemlich. Oh ja, sieht schon schwer verletzt aus. Da wurde wieder jemand tot gefunden. Ich sehe den Shadowrath schon wieder nicht mehr. Sie kommen aber scheinbar langsam hier unten hin. Bin auf der Suche nach dem Shadowrath. Und da gehen die nächsten auf ihn los. Ah.
Was für ein trauriges Ende für so eine glorreiche Festung. Es begann so gut. Jetzt schleppen sich die letzten Überlebenden hier weg. Die einzelnen Tiere laufen hier noch alleine rum. Geister ziehen durch die Speisesäle. Ein einsamer Zwerg steckt irgendwo in der Schmiede fest und arbeitet da noch verzweifelt. Wobei ihm sogar noch die Sachen fehlen. Die aber auch, er wird also auch irgendwann wahnsinnig werden. Verzweiflung, seine Freunde, alle tot. Kann nichts mehr tun. Hier ist mittlerweile eine gähnende Leere. Und es kommen auch noch von oben Diebe. Ist jetzt eher weniger das Problem, weil die müssen eigentlich von den Hunden verschreckt werden. Dafür werden hier ein Haufen Tote gefunden. Einzelne Rekruten sich doch nochmal nach unten trauen, aber auch nur den Tod finden. Verzweifelte Hunde streifen durch die Gänge auf den Suche nach ihren Herrchen, verfolgt von Schattengeistern. Da sieht man wieder, hat es gesehen, er hat den Hund hier getroffen, sagte schwupp und der Hund wurde bis dahin weggeschleudert und du bist jetzt wahrscheinlich gerade am Verbluten. Unconscious. Hammer. Ja. Wir haben noch genau einen Zwerg, der in der Schmiede steckt. Damit war es das dann wohl für unsere glorreiche Festung. Wir kriegen noch die Meldung, wer alles für Wochen vermisst wurde. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hätte keine Ahnung, was ich jetzt hätte anders machen können. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht wirklich mitbekommen, auch nichts, was ich vorher machen konnte gegen diesen einfallenden Dämonen-Hicks-Bäuerchen. Wo war es? Hier war es, glaube ich. Ich konnte ja vorher schlecht ahnen, dass da so ein Schacht drin ist, auf den wir stoßen. Sehr ärgerlich. Ja, das dürfte es dann wohl doch mit der Staffel hier gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr alle dabei wart, Leute. Tut mir leid, dass ihr hier so Festung so ein frühzeitiges Ende findet. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß daran. Ich fand's zumindest noch lustig. Danke für die Aufmerksamkeit, Leute. Macht's gut.